Hat er gesagt, was er gesehen hat? Ich glaube, es war eine Vision, was noch kommen wird. Das Königreich. Wir müssen mehr Menschen versammeln. Jerusalem. Zum Pessachfest. Dort wird er erst beginnen. Wie? Das habe ich nie hinterfragt. Ich glaube, er fürchtet sich davor, was Gott als nächstes von ihm verlangt. Der Rabbi fürchtet gar nichts. Ich bin froh, dass er demütig ist. Ach ja. Es leben ein paar hundert Menschen in dem Dorf. Ich werde einen Ort zum Predigen suchen, während du sie versammelst. Von euch steht an der Schwelle. Fürchtet ihr das Königreich nie zu erlangen? Welches Königreich? Herodes Königreich? Er umgibt sich mit Sündern. Ihr wisst so gut wie ich, es gibt nur ein wahres Königreich. Es ist Gottes. Und Gottes Königreich geht nun auf. Darum müssen wir uns vorbereiten. Ich sage euch, wascht fort die Flecken eurer Verderbtheit. Und werdet neugeboren. Wie Kinder. Ich habe mich zu lange versteckt. Und jetzt versteckt ihr euch. Jeder einzelne von euch. Hinter dem Anschein eures Glaubens singt ihr eure Lieder und bringt eure Opfergaben dar, als ob eure Herzen, Geist und Gemüter, eure Gottesdienste erfüllt wären. Wovon? Und danach kehrt ihr zurück in euer Leben und tut, was euch gefällt, was euch Nutzen bringt, damit eure Tage auf der Erde unbeschwert und schön verstreichen, wie Träume. Aber wach auf, Magdala! Öffnet eure Augen! Ich taufe dich mit Wasser, um dich zu reinigen. Ich taufe dich mit Licht und mit Feuer. Ich taufe dich, auf dass du neu geboren wirst, erwacht und bereit für den Tag, der kommt. Schande über unsere Familie. Du hast etwas Unnatürliches in dir. Deine Familie sagt, du ringst mit dem Dämon. Wenn denn ein Dämon in mir ist, war er schon immer da. Es sind keine Dämonen hier, Maria Magdalena. Sie wird Gottes Werk tun. Warum sollte sie ihm nicht folgen? Man wird über uns urteilen. Sind wir so anders als Männer, dass du uns andere Dinge lehren musst? Manchmal ist mir, als wäre ich gar nicht hier. Sie können das sehen! Ist das vielleicht das Gefühl, mit Gott eins zu sein? Niemand hat mich je gefragt, wie es sich anfühlt. Die Frauen fürchten sich, zusammen mit Männern getauft zu werden. Dann also geh zu ihnen. Werde zu meiner Hand. Es ist nicht recht, dass er dich dazu erhebt, uns zu führen. Du liebst meinen Sohn, nicht wahr? Du musst dich vorbereiten, so wie ich.
worauf? Ihn zu verlieren. Das Himmelreich kann nicht gekauft werden oder verkauft! Wir müssen ihn von hier fortbringen. Was immer jetzt passiert, Gott verlangt es von ihm. Maria, du bist meine Zeugin. Ich bin bei dir. Bis zum Ende. Sprich nie wieder in seinem Namen. Die Welt wird sich nur ändern, wenn wir uns ändern. Ich werde nicht schweigen. Ich werde gehört werden.